Bevor wir jetzt mit den nächsten Kapiteln über Darstellung von Vektoren und orthogonale Transformationen weitermachen, wollen wir noch anhand dieser drei Beispiele ein wenig das Rechnen bzw. die Schreibweise von Vektoren und in symbolischer und in Koordinatenschreibweise üben. Worum geht es in dem ersten Beispiel hier? Hier wären also die drei Vektoren a, b, c und gegeben, und zwar in einem bestimmten Koordinatensystem mit den Achsen 1, 2, 3 seien die Koordinaten gegeben durch diese jeweils drei Zahlen. Und wir sollen also konkret die Darstellung dieser Vektoren a mal in Klammer b Skalar mit c ausrechnen. Ja, wie geht man da vor? Ist nicht schwierig. Also im ersten Beispiel a mal b mal c. Also hier brauche ich zunächst einmal das Ergebnis wieder ein Vektor sein, ja, und die Darstellungszahl k dieses Vektors, die kann ich mir eben berechnen, indem ich zunächst einmal das Skalarprodukt berechne, b mit c multipliziert, wäre also bi ci. Beziehungsweise, wenn ich diese Zahlenwerte jetzt verwende, hier habe ich es als Spaltenvektor geschrieben. Ich kann jetzt hier der Übersichtlichkeit halber, schreibe ich es hier als, Entschuldigung, als Zeilenvektor, jetzt schreibe ich es als Spaltenvektor. 1, 1 wäre c und das Skalarprodukt ergibt dann eben b1 mit c1 multipliziert ist minus 2 plus 0 mal 1 ist 0, plus 4 ergibt den Wert 2. Entschuldigung, ja. Minus 2 plus 4 ist gleich 2. Und entsprechend ergibt sich dann das als Skalar mit dem Vektor multipliziert. Der Vektor hat die Darstellung 1, 2, 3. Das Ergebnis ist dann eben der Vektor. Hier noch rein multiplizieren mit jeder Koordinate multipliziert, ergibt dann 2, 4 und 6. Das zweite Beispiel hier ganz analog: a mal b jetzt Skalar multipliziert, das Ergebnis mit c ergibt wieder einen Vektor. Ja. In dem Fall muss ich das Skalarprodukt von a mit b bilden. Vektor a ist 1, 2, 3. B hat die Koordinaten minus 2, 0, 4. Und das Skalarprodukt ergibt minus 2 plus 12 sind 10. Also 10 mal c ist 1. 1, 1 gibt also den Vektor mit den. Dieser Vektor hat dann die Darstellungszahl 10, 10, 10 in diesem Koordinatensystem. Gut, das nächste Beispiel. Hier geht's, hier soll man üben, das Umschreiben eines symbolischen Ausdrucks. Nämlich hier a Skalar mit b multipliziert ist gleich c mal d. Den soll man jetzt in Koordinatenschreibweise umschreiben. Was meint man damit? Man geht also von dieser symbolischen Form in die in Schreibweise über, indem man die Darstellungszahlen der Vektoren verwendet. Wir wissen, das Skalarprodukt zwei Vektoren ergibt sich nach Einsteinschen Summenkonvention. Zum Beispiel das AK BK ist gleich C auf der rechten Seite das gleiche. Ihr könnt im Übrigen genauso gut, das wäre genauso gut richtig, hier auf der rechten Seite einen anderen Summenindex verwenden. Ja, über den Summenindex wird er, wie der Name sagt, summiert und das wäre genauso gut richtig, ja, das so anzuschreiben. Zweiten Beispiel.
Schauen wir uns die Gleichung an. A mit B in Klammer, Skalar mit C. Und man sieht schon, zum Unterschied der ersten Gleichung steht hier, ist es die Gleichung, stellt es einen Vektor dar. Und auf der rechten Seite steht natürlich ebenfalls ein Vektor. Die Koordinatenschreibweise von diesem Ausdruck wird sein, ich habe hier ein Skalarprodukt, zum Beispiel AK, BK. Und die Koordinate die ith Koordinate dieses Ausdrucks wäre dann die ith Koordinate vom Vektor c. Und auf der rechten Seite steht dann die ith Koordinate des Vektors v. Und als dritten Fall habe ich jetzt hier wieder Skalarprodukt a minus b c multipliziert und auf der rechten Seite steht dann ein Skalar d. Ja. Zum Beispiel ai bi Skalarprodukt eben mit c, hier der gleiche Index ist gleich d. Ja, bei dem Übergang von einer Gleichung von Vektoren muss man dazu sagen, muss man definieren zunächst einmal, welche Koordinate des Vektors verwende ich und die muss dann hier auf der linken und auf der rechten Seite hier das gleiche i sein. Also hier habe ich keine, kann ich nicht sagen, das wäre eigentlich ein k oder ein l oder was immer. Ja? Sobald ich mich hier entscheide, ich bezeichne die Koordinaten mit dem Index i, da muss ich das auf der linken und auf der rechten Seite gleich machen, sonst ergibt sich da ein Fehler. Das dritte Beispiel ist jetzt die Umkehrung. Da ist ein Ausdruck gegeben oder zwei Ausdrücke sind da gegeben in Koordinatenschreibweise und gesucht ist da symbolische Form des Ausdrucks. Ja, im ersten Fall steht also hier der Ausdruck AI plus BI. Klammer multipliziert mit CI minus DI. Das soll gleich einem Alpha sein. Symbolische Schreibweise jetzt gefragt. Von der Vektorschreibweise. Gut, also das schaut hier nach der Summe zwei Vektoren aus, a plus b. Und die werden offenbar skalar multipliziert hier mit einem zweiten Vektor, der als Differenz der beiden Vektoren c und d gegeben ist. Das wäre schon das Ergebnis da hier. Die zweite Form, die hier gegeben ist, AKBLCI. K ist gleich DL. Okay, wieder gesucht ist die symbolische Schreibweise. Was muss ich jetzt hier beachten? Wenn ich mal auf die rechte Seite schaue, offenbar steht da hier die lte Komponente des Vektors. Da muss natürlich auch auf der rechten Seite die lte Komponente des Vektors stehen, nämlich des Vektors b, der skalar multipliziert wird, offenbar mit a mal c. Und davon steht dann hier die lte Komponente des Vektors. Ja, da müssen wir da hier nicht irritieren lassen, dass hier die Reihenfolge A, B, C auf der linken Seite steht. Wichtig ist dann die Indizes. Hier steht zweimal ein K bei A und bei C, aber das ist zu summieren. Das heißt, ich habe ein Skalarprodukt zwischen A und C und nicht zwischen A und B. Gut, das waren also diese drei Beispiele. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt hier mit der Darstellung von Vektoren. Letztlich in einem Koordinatensystem, um zunächst einmal Darstellung eines Vektors
Bezug auf einen gegebenen Einheitsvektor. Gut, dazu brauchen wir zunächst einmal die Definition eines Einheitsvektors. Die kennen Sie aus der Linearalgebra natürlich auch schon. Einheitsvektor mit dem Namen E hat folgende Eigenschaft, dass nämlich die Länge des Vektors E 1 ist. Ja? Das definiert uns einen Einheitsvektor. Mit Hilfe dieses Einheitsvektors können wir jetzt festlegen, was wir unter der Koordinate eines Vektors verstehen. Koordinate des Vektors a bzw. die Komponente des Vektors a. Die beiden Begriffe immer zu unterscheiden. Koordinate des Vektors, Komponente von A in Bezug auf diesen Vektor E. Ja, machen wir das, skizzieren wir uns das vielleicht auf der nächsten Seite. Wir müssen so einen Vektor A und einen Vektor E, der immer einen Einheitsvektor darstellen soll. Das wäre ein Vektor A und der Vektor E. Die Koordinate von A in Bezug auf E definieren wir als das Skalarprodukt von A mit E. Nach unserem Ergebnis vom letzten Mal wissen wir, das Skalarprodukt allgemein zwischen zwei Vektoren ist Länge von A mal Länge von B mal Länge des eingeschlossenen Winkels. Da haben wir so einen Winkel Alpha, nenne ich den jetzt hier. Das heißt, für unseren Spezialfall mit dem Einheitsvektor gibt es ja Betrag von A mal Betrag von E, schreiben wir so hin, ist aber gleich 1 mal Kosinus des Winkels. Das heißt, die Koordinate a mal e ist gleich a mal Kosinus Alpha. Und das ist aber nichts anderes, wenn wir uns jetzt hier noch ein rechtwinkeliges Dreieck hier. Die Koordinate hier ist nichts anderes als die Projektion von A auf den Einheitsvektor. Also dieses Stück hier, das wäre genau A mal E. Das sind auch Einsteinsche Summen, Schreibweise natürlich auch schreiben darf aus AI, EI. Ja, das wäre also die Koordinate des Vektors. Was versteht man dann in Bezug auf diesen Einheitsvektor E? Was versteht man dann unter der Komponente? Komponente wäre dann ein Vektor, nämlich der ist definiert. Nehmen wir den einmal A Strich, und A Strich, die Komponente ist dann A projiziert auf E, ergibt dann eben die Längen. Wenn ich eine Länge mit einem Einheitsvektor multipliziere, dann bekomme ich eben einen Vektor. Zeichnen wir den vielleicht jetzt hier in Rot ein. Der würde eben genau in die Richtung von A schauen. Das wäre jetzt der Vektor A'. Ja, das können natürlich diese Gleichung, die hier steht, darf ich auch wieder in Koordinaten schreiben, wie sie anschreiben. Ja, könnte also sagen, die ite Koordinate dieses Vektors, oder sagen wir die schreiben wir so hin, sagen wir die Karte Koordinate des Vektors wird dann gleich, da wir ein Skalarprodukt, also sowas wie a i e i mit e k multipliziert.
Das wäre die Komponente des Vektors in Richtung des Einheitsvektors i. Was man sehr oft braucht, und das kann man an dieser Skizze leicht sehen, man kann also mit Hilfe dieser Projektion von a von Einheitsvektor, kann man jeden Vektor zerlegen in eine Parallelkomponente. Nehmen wir das vielleicht statt A-Strich, machen wir hier zwei Strich für Parallelkomponente und eine Normalkomponente eines Vektors. Ja. Die Normalkomponente zeichnen wir jetzt hier vielleicht gelb ein. Das wäre jetzt hier eine Normalkomponente. Das heißt, ich kann also ganz allgemein sagen, ich kann einen Vektor a zerlegen, immer in eine Parallelkomponente und in eine Normalkomponente in Bezug auf einen Vektor i, wobei eben die Parallelkomponente gegeben ist als a mal e und die Normalkomponente, die definieren wir jetzt einfach über die Differenz und sagen a minus der Parallelkomponente muss dann die Normalkomponente sein. Ja, wir können also sagen, die Parallelkomponente wäre a mal e, noch einmal mit e multipliziert. Und die Normalkomponente in Bezug auf den Vektor i wäre gegeben als a minus der Parallelkomponente. Also können wir so jeden Vektor a zerlegen in seine Parallel- und Normalkomponenten in Bezug auf einen gegebenen Einheitsvektor i. Wir jetzt in weiterer Folge tun werden. Wir werden einen Vektor eben darstellen in Bezug auf Einheitsvektoren einer orthonormalen Basis. Dazu definieren wir uns mal, was wir unter einer orthonormalen Basis verstehen. Ja, wir können uns das natürlich auch leicht skizzieren. Wir haben also jetzt hier ein Koordinatensystem mit den drei Achsen 1, 2, 3. Eins, zwei, drei und die Basisvektoren. Also, das wollte ich eigentlich so machen. Also drei Einheitsvektoren. Die in Richtung der Koordinatenachsen schauen. Die bezeichne ich mit E für Einheitsvektor und den Namen des Vektors schreibe ich in meinem Skriptum immer als hochgestellten Index. Ja, weil tiefgestellte Indizes reserviere ich für die Nummerierung der Koordinaten. Dann haben wir einen zweiten Vektor, E2, und einen dritten Vektor, A3. Und wenn es orthogonale Vektoren sind, dann habe ich da jeweils rechte Winkel. Und nach dem, was wir über Skalarprodukte wissen, gilt zum Beispiel, ja, dass E1 mit E2 multipliziert. Ja, weil ja die normal aufeinander stehen, muss das 0 ergeben. Ja, weil wir haben ja ganz allgemein gilt ja E1 mal E2 ist gleich Länge des ersten mal Länge des zweiten mal Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Und wenn Alpha Pi halbe ist, ist das 0. Das jetzt für jede Kombination der Vektoren und insbesondere gilt natürlich auch, wenn ich den Vektor mit sich selbst multipliziere, nachdem es ein Einheitsvektor ist, muss der 1 rauskommen. Zusammen kann man das dann fassen, das kann man zusammenfassen durch diese Gleichung hier, sondern der Vektor ii
Skalar multipliziert mit dem Vektor IK, muss gleich dem Kronecker-Delta sein. Ja, was hier steht, das sind eigentlich 9 Gleichungen, weil I ja die Werte 1, 2, 3 annimmt und ebenfalls K die Werte 1, 2, 3 mit der bekannten Definition des Kronecker-Deltas 1 für I gleich K und 0 für I ungleich K. Das heißt, wir können uns das Kronecker-Delta ja auch als Einheitsmatrix vorstellen. Ja? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Gut. Mit Hilfe einer solchen Basis, einer orthogonalen Basis, können wir jetzt definieren, was man unter den Koordinaten eines Vektors versteht. Ja, wir können nämlich einen Vektor, zeichnen wir den vielleicht hier noch ein, einen Vektor a Vektor a, den können wir jetzt nicht nur projizieren, wie wir es hier gemacht haben, auf einen Vektor i, sondern wir können natürlich projizieren einmal auf e1, einmal auf e2 und einmal auf e3. Und diese drei Skalarprodukte geben uns dann die drei Koordinaten, die drei Darstellungszahlen des Vektors in dem orthogonalen Koordinatensystem. Ja, das heißt, ich kann sagen, ich kann diesen Vektor a darstellen zerlegen in drei Komponenten, nämlich die Komponente A1, das wäre also die Projektion von A auf die erste Koordinatenachse plus A2 plus A3. Beziehungsweise weiß ich ja, dass ich A1 gewinne, indem ich A auf E1 projiziere und mit E1 multipliziere. Ja, das kann also sagen, A2 wäre die Projektion von A auf den zweiten Einheitsvektor multipliziert mit E2, also das wäre die Komponente von A in Richtung E2 und die Komponente von A in Richtung E3 bezeichne ich mit A3. Gewinne die, indem ich A auf E3 projiziere, also Skalar multipliziere und das Ergebnis dann mit E3 multipliziere. Gut, dazu vielleicht ein konkretes Rechenbeispiel, ja? Dann, damit wir uns das vorstellen können. Vielleicht den Ersatz habe ich jetzt noch vergessen, den kopieren wir vielleicht auch noch vorher rein. Also was hier steht, das sind die Komponenten des Vektors. Also den Vektor kann man zerlegen, diese drei Komponenten. Und die Koordinaten des Vektors gewinne ich aus den Skalarprodukten des Vektors mit den Einheitsvektoren. Ja, kann also sagen, diese Zahlen AK hier das sind die Koordinaten in Bezug auf die auf die Vektoren E1, E2, E3. Vielleicht schauen wir uns das doch noch mal an, was hier steht. Hier steht ja AK ist definiert oder ist die Projektion des Vektors auf den Kartenvektor. Wenn wir diese symbolische Gleichung jetzt hier schreiben als Skalarprodukt, das heißt, ich summiere jetzt hier über die Koordinate i
des Vektors a mit der Koordinate i des Vektors ek. Dann sieht man hier sehr schön, was hier steht, ist ja die Darstellung des Vektors, eines Vektors i in dem Koordinatensystem. Ja. Und es gilt ja natürlich der Vektor e1 hier zum Beispiel. Hat in dem Koordinatensystem i die Darstellung 1, 0, 0. Der Vektor e2 hat in dem Koordinatensystem i die Darstellung 1, 0. Und der Vektor e3 hat die Darstellung 0, 0, 1 in dem System. Das heißt, diese sind insgesamt ja neun Gleichungen. Diese neun Gleichungen könnte ich auch schreiben als i, ja, k, e k i ist gleich Delta i k. Ja, das entspricht, diese Gleichung hier entspricht den neun Gleichungen, die hier oben stehen. Das heißt, ich kann natürlich jetzt hier, um das abzuschließen, sagen, dieser ergibt ein Delta i k. AI Delta IK. Und jetzt etwas, was man hier, was uns sehr oft begegnen wird in der Vorlesung. Ich summiere ja hier über den Index i und diese Summe über, wenn da hier ein Kronecker-Delta auftaucht, dann bedeutet das nichts anderes, als dass die bei dieser Summe das i dann verschwindet. Das Kronecker-Delta verabschiedet sich ebenfalls und überbleibt nur mit der Index k beim a stehen. Ja? Das ist nämlich genau das, was wir ja auch schon stehen gehabt haben. Ja? Gut, jetzt zu dem vorher schon erwähnten Rechenbeispiel und eine Skizze dazu. Und zwar führt uns das Beispiel jetzt schon auf das nächste Kapitel, nämlich die Transformation von der Koordinaten eines Vektors von einem System auf ein anderes Koordinatensystem. Also, schauen wir uns einmal dieses Beispiel hier an, die dazugehörige Skizze. Wir haben also hier zwei Koordinatensysteme gegeben. Wir haben einerseits einmal ein Koordinatensystem, ein ungestrichenes System mit den Achsen 1, 2, 3 und die Einheitsvektoren in diesem ungestrichenen System haben die Namen d1, d2, d3. Und dann haben wir noch ein zweites Koordinatensystem mit gestrichenen Achsen 1 Strich, 2 Strich und 3 Strich. Und in diesem Koordinatensystem, dieses Koordinatensystem hat die Einheitsvektoren e1, e2 und e3. So, was wir jetzt gegeben haben, ist Folgendes. Und zwar die Koordinaten der Einheitsvektoren e1, e2, e3 die bilden also die Einheitsvektoren in dem gestrichenen System. Die kann ich aber natürlich auch darstellen in dem ungestrichenen System. Ja? Also und diese Koordinaten sind hier gegeben. Die Darstellung der Vektoren e1, e2, e3 im ungestrichenen System ist gegeben. Und gesucht, was noch gegeben ist, ist ein Vektor. Vektor a, der hat die Koordinaten 2, 2, 3 und zwar im ungestrichenen System. Und gesucht ist, welche Darstellungszahlen hat dieser Vektor im gestrichenen System. Ja, wie gehen wir da vor? Ja, was versteht man denn unter den Darstellungszahlen des Vektors im ungestrichenen, Entschuldigung, im gestrichenen System? Das heißt, wir brauchen jetzt hier die Projektion des Vektors a auf die
Vektoren E1, E2 und E3. Das heißt, wir können sagen, die Koordinate A1 im gestrichenen System erhalten wir, indem wir den Vektor A projizieren auf den Vektor E1. Ja, und dieses Skalarprodukt, das kann ich jetzt ausführen, entweder im gestrichenen oder im ungestrichenen System. In dem Fall werde ich das im ungestrichenen System ausführen, weil ich da schon die Darstellungszahlen gegeben habe. Ich habe die Darstellungszahlen des Vektors A gegeben im ungestrichenen System, nämlich, also das wäre zum Beispiel jetzt, schreiben wir es nochmal so hin, das wäre jetzt hier AI mit E1i skalar multipliziert. Und im ungestrichenen System hat A die Koordinaten 2, 2, 3 und E1 hat die Koordinaten 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2 und 0. Dementsprechend ergibt sich dann als Koordinate A1 dem Vektor A im gestrichenen System. Wenn ich das jetzt hier ausmultipliziere, kommt hier raus 2 durch Wurzel 2 plus noch einmal 2 durch Wurzel 2 und 0. Gibt also ein 4 durch Wurzel 2. Und ganz analog läuft dann die Rechnung für die zweite und für die dritte Koordinate. A1 muss ich dann mit, nicht A1, Entschuldigung, A muss ich mit E2 multiplizieren. Ja, ergibt dann eben wieder den gleichen Vektor, 2, 2, multipliziert jetzt mit, muss ich wieder in die Angabe schauen, hier steht also Minus, sonst ändert sich da hier Minus 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2 und 0. Hoffe, man kann das jetzt noch lesen. Ergibt sich dann also ein Minus 2 durch Wurzel 2 plus 2 durch Wurzel 2 ergibt 0. Und die dritte Koordinate des Vektors a im gestrichenen System erhalte ich, indem ich a skalar mit e multipliziere. Und das Skalarprodukt führe ich wieder aus mit den Darstellungszahlen im ungestrichenen System. Also 2, 2, 3 multipliziert mit dem Vektor E3, der die Koordinaten 0, 0, 1 hat im ungestrichenen System. 0, 0, 1. Das Skalarprodukt ergibt dann in dem Fall einfach wieder 3. Und damit habe ich die drei Darstellungszahlen A1', A2' und A3' des Vektors im gestrichenen System bestimmt. Gut, das führt uns gleich zum nächsten Kapitel, nämlich über orthogonale Transformationen. Dazu brauchen wir eigentlich genau die Skizze, die wir hier schon stehen haben. Das kannst du kopieren jetzt das vielleicht einfach noch einmal. Also was wir jetzt an dem Zahlenbeispiel gemacht haben, das wollen wir jetzt in dem nächsten Kapitel 1.1.5 über orthogonale Transformationen. Ganz allgemein machen. Ja, und zwar allgemein heißt, wenn man so hier zwei Koordinatensysteme, zwei orthogonale Koordinatensysteme, 1, 2, 3 und 1', 2', 3', aufgespannt durch die orthogonalen D1, D2, D3. Also es gilt, dass wenn ich die I skalar multipliziere mit einem Vektor dk, da kommt ein Kronecker-Delta raus natürlich, weil das orthogonale Basisvektoren sind. Und das gleiche gilt auch für das System der Vektoren E1, E2, E3, also E,
I mit E, K, skalar multipliziert, ergibt ebenfalls ein Kronecker-Delta. Gut. Schauen wir uns das vielleicht noch einmal genauer an, ja, was hier steht. Hier steht ja D, I, mal DK. Wenn ich das jetzt in von symbolischer Schreibweise auf Koordinatenschreibweise übergehe, dann kann ich ja sagen, das kann ich entweder ausdrücken, dieses Skalarprodukt in den Darstellungszahlen, in den Koordinaten des ungestrichenen Systems, den nenne ich dann DL, I, DL, K. Und nach dem, was wir über Skalarprodukte wissen, könnte ich natürlich genauso gut die Darstellungszahlen dieser drei Vektoren im gestrichenen System verwenden, die ich bezeichne mit DL' I. Und DL'K. Und das Ganze muss immer noch ein Kronecker-Delta sein. Ja? Und genau die analoge Beziehung gilt natürlich auch für unseren zweiten Satz von Basisvektoren. EI mit EK skalar multipliziert, kann ich jetzt genauso gut ausdrücken. Starten wir wieder mit dem ungestrichenen System, kann also diese E-Vektor, diese Einheitsvektoren E1, E2, E3 im ungestrichenen System ausdrücken. Die nenne ich dann EL, I, EL, K oder ich drücke sie aus im gestrichenen System. E, L, I, Strich und E, L, I, Entschuldigung, K. Das Ganze ist immer noch wieder ein Kronecker-Delta. Gut. So, interessant wird es jetzt, um die Transformation zu verstehen, mit dem Skalar, nicht mit D, mit untereinander und E untereinander, sondern das Skalarprodukt von einem Vektor I des ersten Satzes von orthogonalen Vektoren mit dem zweiten Satz von Vektoren, den nenne ich EK. Das ist also jetzt eine Matrix. Ja, das ist wie ein bestimmtes I, ein bestimmtes K ist das ein Skalar, nachdem aber I die Werte 1, 2, 3 annimmt. K die Werte 1, 2, 3 annimmt, gibt es insgesamt eine Matrix. Und das ist schon genau die Transformationsmatrix, die wir dann bezeichnen wollen mit R, I, K. Ja? Dieses Skalarprodukt, das wiederum, das kann ich ausführen, entweder im gestrichenen System, Entschuldigung, im ungestrichenen System, dann wird es ein D. L-te Komponente, Entschuldigung, L-te Koordinate im ungestrichenen System von Vektor i, di, mit dem L-ten Koordinate des Vektors e im ungestrichenen System oder ich multipliziere oder ich führe dieses Skalarprodukt im gestrichenen System aus. Okay, und was wir natürlich immer berücksichtigen, was wir natürlich wissen, das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren ist Länge von a mal Länge von b mal dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Nachdem ich jetzt hier aber jeweils zwei Einheitsvektoren miteinander multipliziere, also irgendein di mal ek, ergibt das 1 mal 1 mal dem Kosinus Alpha. I, K. Das heißt, ich kann sagen, das ist gleich dem Kosinus Alpha I, K. Der Winkel zwischen dem Vektor DI und dem Vektor EK darstellt. Das definieren wir dann die Transformationsmatrix. Was wir jetzt noch berücksichtigen wollen, ist etwas, was wir hier schon gesehen haben. Ja, die Darstellung, wo habe ich das hingeschrieben?
egal, schreiben wir es hier nochmal, die Darstellung des Vektors d1. Wie schaut die Darstellung des Vektors d in dem ungestrichenen System aus? Ja, also d1 i wäre zum Beispiel 1, 0, 0, ja, entlang der Koordinatenachsen zeigen diese Vektoren ja. Beziehungsweise allgemein kann ich sagen, dass die i, was jetzt hier, wenn wir es unten auch L bezeichnet haben, nehmen wir es hier L i wäre ein Kronecker Delta i L. Ja, weil ja DI hat genau die Darstellung entweder 1, 0, 0 oder 0, 1, 0 oder 0, 0, 1. Das lässt sich eben durch diese Form hier ausdrücken. Umgekehrt schaut es aus mit dem Vektor E. Der hat diese einfache Darstellung im gestrichenen System. Also jetzt muss ich sagen, die L-te Koordinate des i-ten Vektors im gestrichenen System hat die Form eines Kronecker-Deltas. Delta I L. Diese beiden Beziehungen, die kann ich jetzt hier natürlich auch noch verwenden. Ja, dann sieht man jetzt das Folgende. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage I K, und jetzt nehmen wir mal die Gleichung hier. Ja. Schreiben wir es nochmal hin. Also D I L E L K. Jetzt weiß ich ja aber, dass diese Größe hier nichts anderes als ein Kronecker-Delta ist. Delta I L E L K. Und hier summiere ich über diesen doppelt vorkommenden Index hier. Bei dieser Summe bleibt dann verabschiedet sich das Kronecker-Delta und anstelle von dem L steht dann das I. Das heißt, diese Transformationsmatrix kann man einerseits darstellen als die Darstellungszahlen, als die, ja, als die Koordinaten des Vektors E im ungestrichenen System. Wenn wir es jetzt nochmal ausschreiben, diese Gleichung, die wir jetzt gerade gefunden haben, in Matrix-Schreibweise. Der erste Index ist immer die Zeile, ist immer Zeilenindex. Der zweite immer Spaltenindex. Das heißt, wir haben jetzt hier hier ergibt dann, also schreiben wir es einmal ausführlich hin, R1, 1, R1, 2, R1, 3, R2, 1, R2, 2, R2, 3. Ja, dritte Zeile, erste Spalte, dritte Zeile, zweite Spalte, dritte Zeile, dritte Spalte. Und jetzt wissen wir, dass das ja jetzt hier auch ist gegeben durch diese Form hier, E, K, I. Das heißt, jetzt muss ich schauen, Y, also E1, 1, dann der zweiten Zeile steht dann hier die zweite Koordinate des ersten Vektors und es steht die dritte Koordinate des ersten Vektors im ungestrichenen System. Ja, das was hier steht, diese Spalte hier, das wäre die Darstellung des Vektors E1 in dem System, dem ungestrichenen System. Und entsprechend steht in der zweiten Spalte K gibt ja hier immer die Spalte an, ja, muss ich jetzt den zweiten Vektor schreiben. E 2 2 und E 2 3 und E 3 1 E 3 2 und E 3 3. Also, wir merken uns, in dieser Transformationsmatrix
stehen die Vektoren E hier als Spalten in dieser Matrix. Ja, das wären unsere Spalten. Wir könnten jetzt hier, jetzt findet man noch eine andere Darstellung dieser Transformationsmatrix, wir hätten jetzt hier ja an der Stelle genauso gut sagen können, dass RIK ist gleich das D, wir arbeiten jetzt also im gestrichenen System, DLI' ELK' und verwenden jetzt hier, dass die Darstellung des Vektors E im gestrichenen hier im gestrichenen System eine besonders einfache Form hat, nämlich durch das Kronecker-Delta dargestellt ist. Das heißt, das ist jetzt hier ein Kronecker-Delta LK. Das heißt, jetzt haben wir hier stehen, ist gleich die LI' mal Kronecker LK. Da wird wieder über L summiert. Dann verabschiedet sich das Kronecker-Delta und anstelle des Ls hier steht dann das K. Also steht hier ein DI'K. Ähnlich aus wie hier, nur aufpassen. Die beiden Indizes haben sich jetzt hier ihre Rolle getauscht. Das heißt, ihr könnt jetzt hier nochmal sagen, das R, schreiben wir es hierher, RIK kann ich auch schreiben. Ich hoffe, das geht jetzt hier noch vom Platz her aus. Als mit Hilfe der Darstellungszahlen der Vektoren D im gestrichenen System. Also beginnen wir da hier mit D. 1, 1. Da muss ich jetzt hier aber spaltenweise die Koordinaten des Vektors hier anschreiben. Die und natürlich den Strich dürfen wir nicht vergessen. Ja? Weil es geht jetzt hier um die Darstellung von D im gestrichenen System. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade. Da muss ich jetzt natürlich den zweiten Vektor nehmen und die erste Koordinate, die 2, 2 Strich und die 2, 3 müsste so passen. Und jetzt kommt der dritte Vektor mit der Koordinate 1, dritte Vektor mit der Koordinate 2, Vektor mit Koordinate 3, jeweils im gestrichenen System und die Vektoren d. Die stehen also hier jetzt als Spalten. Werden wir hier die Zeilen gehabt haben. Gut, jetzt haben wir also diese Transformationsmatrix dargestellt in der Form durch die Koordinaten der Vektoren E bzw. D im jeweils anderen Koordinatensystem. Und mit Hilfe, jetzt muss ich Ihnen noch zeigen, dass man mit Hilfe dieser Transformationsmatrix tatsächlich unser war ja jetzt einen Vektor A, den wir irgendeinem Koordinatensystem gegeben haben, von einem System aufs andere zu transformieren. Ja, da kommen wir jetzt gleich hin. Das geht jetzt ganz leicht. Wir wissen ja, dass der Vektor A, dass ich den darstellen kann, zum Beispiel im ungestrichenen System hat er die Koordinaten AK. Ja, das haben wir ja hier irgendwo gemacht. Ich kann ja sagen, der Vektor hier muss im gestrichenen System angeschrieben, ja, oder beginnen wir. Ja, beginnen wir mit dieser Gleichung. Ja. Oder ich könnte auch beginnen mit der Gleichung. Ich kann einen und derselben Vektor A ja, darstellen, entweder mit seinen Darstellungszahlen. Das ist heißt, eine, wird über K wieder summiert. Ja. Das ist A1 D1 plus A2 D2 plus A3 D3. Aber dank Einstein sei Dank können wir uns diese lange Schreibweise ersparen und schreiben das so hin. Kompakt, ja, über den
zweifach vorkommenden Index wird hier summiert. Derselbe Vektor a, den kann ich jetzt aber auch darstellen im gestrichenen System. Das heißt, da muss ich die Koordinaten ak' multiplizieren mit den Vektoren aik. So, wie komme ich jetzt zu dieser Transformations-Eigenschaft? Ich kann jetzt hier diese Gleichung zwischen zwei Vektoren, die darf ich jetzt hier zum Beispiel multiplizieren, beide Seiten mit einem Vektor ii zum Beispiel. Was ich hier gemacht habe, die multipliziere ich jetzt mit di. So. Diese Gleichung hier, die schauen wir uns als nächsten Schritt an. Diese Gleichung multipliziere ich jetzt mit di. Dann steht auf der linken Seite das Skalarprodukt von a mit di. Und auf der rechten Seite steht ak Strich und das Skalarprodukt von ek mit di. So, jetzt schauen wir mal hier oben nach. Wir haben genau hier definiert di mit rk. Di mit ek multipliziert, so, ist genau die Transformationsmatrix. Das ist genau dieses rik, das wir oben behandelt haben. Und was steht auf der linken Seite? Das ist die Projektion des Vektors a auf eine dieser drei Vektoren, d1, d2, d3. Das ist nichts anderes als, das sind die Koordinaten des Vektors a im ungestrichenen System. Das heißt, jetzt haben wir hier stehen, ai ist gleich rik ak'. Das, was hier steht, über k wieder summiert, ja. Das ist nichts anderes als die Gleichung, was hier steht, ist eine Matrix multipliziert mit einem Vektor. Und wir haben eine Gleichung gefunden, mit der wir bei Kenntnis der Koordinaten im gestrichenen System die Koordinaten des Vektors a im ungestrichenen System berechnen können. Jetzt können wir die gleiche, eine analoge Beziehung uns, indem wir von dieser Gleichung ausgehen, und Entschuldigung, das wollte ich nicht durchstreichen, sondern wir können es jetzt da weglöschen. Wir können diese Gleichung jetzt hier multiplizieren mit ii, skalar multiplizieren. Dann finden wir folgende Gleichung. Dann steht hier auf der linken Seite a mal ii. Und auf der rechten Seite steht ak mal dk mal ii. Das heißt, was hier steht, das müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Indizes. Wir haben ja definiert, rik hatten wir oben, schauen wir nochmal nach, ob ich das jetzt richtig mache, rik hatten wir definiert als di mal ik. Das heißt, was hier steht, ist das rik, aber genau mit vertauschten Indizes. Also hier steht ein rki. Beziehungsweise es gilt ja, das ist ja genau das transponierte, die transponierte Matrix. Ja, Zeilen und Spalten vertauschen. Auf der linken Seite, was steht hier? Schauen wir nochmal auf unsere Skizze. Das ist die Projektion von a auf die Vektoren e1, e2, e3. Und das ist nichts anderes als die Darstellung dieses Vektors a im
gestrichenen System. Das, was hier auf der linken Seite steht, bezeichne ich als AI'. Und das führt dann auf die Gleichung AI' ist gleich, schreiben wir die Matrix zuerst hin, RKIAK. Das ist einmal richtig, was hier steht. Die Gleichung beschreibt also den Zusammenhang zwischen, wenn ich die Koordinaten des Vektors a im ungestrichenen System kenne, wie komme ich dann auf die Koordinaten im gestrichenen System. Damit man diese Gleichung wieder als Matrix-Vektor-Multiplikation schreiben kann, muss ja gegeben sein, dass dieser Index, über den summiert wird, hier bei dem Vektor k dabei steht. Der steht also hier verdreht. Damit ich das wieder als Matrix-Vektor-Multiplikation schreiben kann, kann ich das auch schreiben als R vertauscht, also die beiden Indizes, muss dann aber die Matrix transponieren. AK. Gut, das wäre im Prinzip das Hauptergebnis dieses Kapitels über orthogonale Transformationen. Ein wichtiges Ergebnis können wir uns jetzt hier gleich noch anschauen, und zwar die orthogonale Relationen dieser Matrix, dieser Transformationsmatrix. Und zwar, wenn wir uns jetzt folgende Beziehung anschauen, nämlich die Orthogonalitätsbeziehung der Vektoren der E-Vektoren, also II mal EK ist gleich ein Delta IK. Dann können wir ja Folgendes machen. Wir können jetzt ja hier die Transformationsmatrix ins Spiel bringen. Und zwar brauchen wir jetzt folgenden Zusammenhang, den wir hier oben stehen haben. Lassen Sie mich noch kurz rauf scrollen. Hier nehmen wir mal diesen auch zusammen. RIK ist gleich EIK. Also RIK ist gleich EIK, jetzt Indizes richtig. Das ist das K steht oben, ja. Genau, weil das Skalarprodukt, das hier auf der linken Seite steht, das heißt ja nichts anderes als ein i i-lte Komponente vom i-ten Vektor mit dem i-ten Komponente vom k-ten Vektor. Skalar multipliziert. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt hier vergleiche mit dem, was hier steht, dann steht hier nichts anderes als dieser Ausdruck ist jetzt gleich R, also nur I durch K austauschen. Also der erste Index hier entspricht dem unteren Index von E, also ein RLI. Und das ist ein RLK. Also steht hier RLI, RLK ist gleich ein Kronecker-Delta. Ja, was hier steht, ist nichts anderes als es ist schon die Orthogonalitätsrelation der Transformationsmatrix, die man als Matrix-Matrix-Multiplikation auffassen kann.
Und zwar, wenn man auch jetzt hier, erste, was mich hier stört, ist, dass das L, über das summiert wird hier, nicht bei dem anderen L dabei steht. Das heißt, ich muss jetzt hier noch die Matrix transponieren, die erste. Und dann sieht man, dass das eine andere Form ist, diese Orthogonalitätsbeziehung auszudrücken. Und eine Matrix, die folgende Eigenschaft erfüllt. Es ist allgemein so, eine Matrix multipliziert mit Matrix ergibt natürlich die Einheitsmatrix. Ich meine Matrix M, irgendeine beliebige Matrix M. Und was hier steht, und wenn sich ergibt, dass die Matrix mit der transponierten Matrix die Einheitsmatrix ergibt, dann ist eben dann kann man die inverse Matrix mit der transponierten identifizieren, und das Matrizen, die diese Eigenschaft erfüllen, die nennt man also eine orthogonale Matrix. Deswegen kann man so sagen, daraus folgt, RIK ist eine orthogonale Matrix. Jetzt hätten wir die Beziehung hier. Die wir hier verwendet haben. Genauso gut hätten wir auch starten können von der Orthogonalitätsbeziehung der Vektoren d, also di mit dk multipliziert, Kronecker-Delta. Und wenn Sie nach oben schauen, die Transformationsmatrix hier, irgendwo muss es stehen, hier steht es, RIK haben wir auch definiert als DIK-. Schreiben wir uns das nochmal hin. RIK war DIK-. Schauen wir mal noch, ob ich keinen Fehler gemacht habe. Genau, das I steht jetzt hier oben. Weil das sind jetzt die Zeilen in dieser Matrix. Und wenn wir das jetzt hier einsetzen, wiederum. Und zwar, wie setze ich es ein, indem ich das wieder Skalarprodukt in Koordinatenschreibweise ausführe. Also ein DLI DKL, Kronecker Delta IK. Und jetzt kann ich das jetzt hier, und zwar im gestrichenen System, führe ich das jetzt natürlich aus. Dann kann ich jetzt hier diese Darstellung hier übernehmen. Ich muss nur mit den Indizes wieder aufpassen. Der erste Index ist der obere Index, also steht in dem Fall ein und ein RKL. Kronecker ist gleich Kronecker Delta IK. Das alternative Beziehung zu hier, die kann ich also wieder, wenn ich es als Matrix-Vektor-Multiplikation schreibe, Matrix-Matrix-Multiplikation schreiben möchte, kann ich das schreiben wieder als RIL RLK transponiert ist gleich DIK. Gut, Sie finden diese Beziehungen zum Nachlesen natürlich auch im Skriptum. Schauen wir uns das im Skriptum einfach nochmal an. Das wären also hier diese Beziehungen, die wir uns gerade abgeleitet haben. Die beiden Beziehungen 1,32. Vielleicht mache ich das gleich anhand des Skriptums hier und spare mir die Schreibarbeit. Was man jetzt zeigen kann, also das zeigt einmal diese orthogonale Matrix. Und zwar mit der Eigenschaft, dass die Determinante dieser Matrix genau 1 ist. Und es folgt letztendlich aus diesem allgemeinen Zusammenhang, den Sie aus der linearen Algebra kennen, dass die
die Determinante eines Matrixproduktes gleich dem Produkt der Determinanten ist. Und das, wenn ich das anwende auf diese Gleichung 1,32, die linke Seite entspricht also hier a mal b sozusagen, dann sehe ich, dass die Determinante dieser beiden Matrizen gleich ist, ja, nämlich, und das Quadrat muss dann gleich 1 sein, weil nämlich die Determinante einer Einheits des Kronecker-Deltas, das ist natürlich 1. Beim Wurzelziehen ergibt sich grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Determinante plus oder minus 1 sein kann. Wenn es sich bei diesen Transformationsmatrizen aber um Drehungen handelt, das heißt, wenn ich dieses Koordinatensystem, das gestrichene System, aus dem ungestrichenen System durch eine Drehung generieren kann, ohne eine Spiegelung, dann wäre die Determinante dieser Transformationsmatrix 1. Wenn hier eine Spiegelung noch involviert wäre, dann wäre die Determinante minus 1. Also wie für reine Drehungen handelt es sich hier um eine orthogonale Transformationsmatrix mit einer Determinante 1. Gut, und was wir jetzt zum Abschluss noch machen können, jetzt können wir eben die Transformation des Vektors a von einem System ins andere noch einmal zusammenfassen. Und das sind eben diese beiden Gleichungen 1,38 und 1,39, die wir bereits uns hergeleitet haben. Ja, wir können also bei Kenntnis der der Darstellung des Vektors a im ungestrichenen System können wir mit Hilfe dieser Transformationsmatrix aufs gestrichene System schließen und umgekehrt. Und das führt uns dann damit bin ich dann in diesem Video auch schon am Ende, zur endgültigen Definition des Vektors. Ja, wir haben zunächst einmal einen Vektor definiert als orientierte Strecke, die durch drei Zahlen in einem Koordinatensystem in R3 gegeben ist. Wir bezeichnen jetzt jede Größe, jede physikalische oder mathematische Größe dann und nur dann als einen Vektor, wenn sie in jedem Koordinatensystem durch drei Koordinaten definiert ist. Ja, durch deren Angabe ist eben diese Größe eindeutig bestimmt. Und es muss, wenn ich jetzt zwei orthogonale Koordinatensysteme betrachte, wie wir es jetzt hier in diesem Kapitel gemacht haben, dann muss die Transformation dieser Darstellung des Vektors genau diese Beziehungen 1,40 und 1,41 erfüllen, die wir uns in dieser Vorlesung abgeleitet haben. Das können wir auch gleich noch machen. Hier einen Skalar bezeichnen wir, wenn eine Größe in jedem Koordinatensystem durch eine Zahl, also 3 hoch 0 Werte gegeben ist, wenn wir hier 3 hoch 1 Werte gegeben haben. Und für ein Skalar gilt, dass die in jedem beliebigen Koordinatensystem lautet die Darstellung genau gleich. Ja, das heißt, sowohl im gestrichenen als auch im ungestrichenen System hat dieser Skalar A den gleichen Wert. Gut, damit bin ich mit dieser Vorlesung heute am Ende. Wir machen das nächste Mal weiter mit dem Skalarprodukt und zeigen, dass das Skalarprodukt seinen Namen verdient und tatsächlich ein Skalar ist in dem Sinne dieser Definition.